Auch von meiner Seite her herzlich willkommen an alle. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ich da sein darf. Wir haben schon viel Wertvolles hören, mitnehmen, hoffe ich. Und besonders schön, Regula, bist auch du da heute Morgen. Ich möchte noch zum Anfang beten mit uns. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Gedanken, unser Herz möchtest jetzt ausrichten auf dich, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern dürfen aufnehmen und dann auch ausleben. Amen. Vor kurzem habe ich eine Geschichte von einer schwangeren Ärztin gehört, die zur Geburt ins Krankenhaus gefahren ist und nachdem sie das erste Mal untersucht worden ist, hat sie irgendwie mitbekommen, dass auf dieser Station irgendetwas läuft, das nicht gut ist. Sie hat dann kurzerhand eine Hebamme gefragt, was das Problem sei oder was los sei, wegen dieser Unruhe, die sie da gemerkt hat. Und sie hat gesagt, ja, eine andere Patientin, hat es Komplikationen gegeben im Geburtsprozess. Sie hätte den Arzt aufgeboten, aber der ist irgendwo im Stau und jetzt wissen sie nicht, was machen. Kurzerhand ist die Frau aufgestanden, hat die Geburt durchgeführt und ist dann selber nachher ihr eigenes Kind dann auf die Welt bringen. Heute werden wir in dieser Predigt uns auch mit einer Frau beschäftigen, die auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und die auf eine noch viel erstaunlichere Art und Weise für andere in Riss gestanden ist als die Ärztin. Unter dem Thema Esther überwindet, lade ich dich ein, zu entdecken, wie sie bereit war, Teil von Gottes Plan für sein Volk zu sein. Und dabei wollen wir unser Augenmerk insbesondere darauf richten, was es gebraucht hat für sie, um ihre Berufung, die Gott für sie hatte, zu leben und ihre Angst zu überwinden. Und so wie Esther, wenn wir dann auch uns selber herausfordern lassen, und darüber nachdenken, was braucht es vielleicht in meinem Leben, dass ich in dieser Berufung, die Gott meinem Leben gegeben hat, kann darin hinein vorangehen. Auch wenn es viele Sachen gibt, die im Kontext von dem Abschnitt, den wir heute möchten, anschauen miteinander vorhanden sind, wo es sich lohnt, mal das ganze Buch Esther zu lesen, möchte ich aus Zeitgründen gerade einsteigen bei Esther Kapitel 4. Die ihre Bibel da haben, inklusive Handys von mir aus, sollen doch ihre da gerade mitlesen oder eben da am Beamer vorne. Als Mardochai erfuhr, was geschehen war, zerriss er entsetzt seine Kleider, zog sich ein Trauergewand an und streute sich Asche auf den Kopf. Dann lief er durch die Stadt und stieß laute Klagerufe aus. So kam er bis ans Tor des königlichen Palasts, durfte aber in seiner Trauerkleidung nicht hindurchgehen. Esthers Dienerin und Diener meldeten ihr, was sich vor dem Tor abspielte. Sie erschrak heftig und ließ Mordechai ein Gewand bringen, damit er die Trauerkleidung ausziehen könnte. Aber dazu war er nicht bereit. Da rief Esther den Eunuchen Hattach, den Xerxes ihr als Diener gegeben hatte, und schickte ihn zu Mordechai hinaus. Er sollte ihn fragen, was geschehen sei und weshalb er sich so benahm. Mordechai erzählte ihm, wie viel Silber Haman dem König dafür versprochen hatte, dass er die Juden töten dürfe. Außerdem übergab Mordechai dem Eunuchen eine Abschrift des königlichen Erlasses, in dem die Vernichtung der Juden angeordnet wurde. Jetzt bin ich da ein bisschen hinten drin. Entschuldigung. Also, Hattach sollte die Königin Esther zeigen, ihr erzählen was, und sie bitten, beim König für ihr Volk um Gnade zu flehen. Als Hattach zurückkam und meldete, was Mardochai ihm berichtet hatte, schickte Esther ihn ein zweites Mal zu Mordechai und ließ ihm sagen, alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt.
Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Da ließ Mordechai Königin Esther ausrichten: Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Schon bei dem Beispiel von der Ärztin von vorher, wo es um Leben und Tod gegangen ist, und darum, dass jemand zur rechten Zeit am rechten Ort war und dann das Richtige da hat, sehen wir dort und da noch viel mehr. Und da, wo wir uns nicht nur bewusst sind, dass es eine sichtbare Wirklichkeit, sondern eine unsichtbare Wirklichkeit gibt, da sehen wir, dass in der Stelle, wo die Bibel da uns davon berichtet, wir sehen, dass letztlich der Widersacher Gottes, der Haman, dazu hat wollen brauchen, um das Volk Gottes auszulöschen. Und nur schon die Erkenntnis, dass da etwas im Hintergrund geschieht, wo man so im Sichtbaren vielleicht nicht gerade als erstes wahrnimmt, sollte uns für unser Leben doch aufrütteln. Denn da sehen wir, dass es zwei Seiten gibt von der Realität. Eine sichtbare Seite und eine unsichtbare Seite. Und gerade wir als Christen sollten mit dem Weltbild durchs Leben gehen und entsprechend auch wachsam sein. Wir müssen lernen, die übernatürliche Dimension von Ereignissen, die sich auf der sichtbaren Ebene abspielen, auch zu sehen und was für Auswirkungen das auf unser Leben haben kann. Nur wenn wir das realisieren, glaube ich, werden wir auch richtig können auf das reagieren. Der Mordechai, der Onkel von der Esther, ich glaube, er hat diese Sicht gehabt. Und nicht nur einfach Angst vor dem Tod und sich darum an die Esther gewendet. Nein, er hat darum, weil er gewusst hat, um was es geht, was dahinter steht, hinter dem Plan, hat er so exzessiv auf seine Not aufmerksam gemacht. Der Mordechai, der hat aber nicht nur diese Sicht gehabt, für die sichtbare und unsichtbare Welt, sondern er hat auch einen Glauben gehabt. Er hatte einerseits einen grossen Glauben gehabt, aber andererseits hat er auch einen Glauben an einen grossen Gott gehabt, der eingreifen kann, unabhängig davon, wie Esther auf seine Herausforderung reagieren will. Er war nicht von der Esther abhängig, sondern von Gott. Er hat Gott vertraut und seiner Hilfe. Aber der Mordechai hat neben der Sicht für die unsichtbare Wirklichkeit und Gott auch die Esther im Fokus gehabt. Und darum wendet er sich an sie mit der Bitte, zum König zu gehen, obwohl er gewusst hat, sie riskiert mit dem ihr Leben. Weil für sie, oder für ihn, meine ich, war es kein Zufall gewesen, dass die Esther ausgerechnet zu dieser Zeit an dem Ort war. Mit dem eindringlichen Aufruf vor den König zu gehen und für das Leben von ihrem Volk einzustehen, gibt der Mordechai der Esther die Chance, ihre Berufung auch zu leben. Durch Gottes Wort will ich dich darum auch herausfordern, wie das bei dir aussieht, im Hinblick auf die drei Punkte. Und dich ermutigen, geh mit einem klaren Blick für die unsichtbare Wirklichkeit durch dein Leben. Und begegne dem, was in der sichtbaren und in der unsichtbaren Wirklichkeit passiert, im Glauben. Vertraue auf Gott, dass er in der Lage ist, dir in jeder Situation zu helfen. Und das Dritte, was wir hier sehen, was wir mitnehmen für uns, ist, lebe in deiner Berufung und hilf anderen, wiederum in ihrer Berufung können zu leben. Und so, nachdem der Mordechai mit dieser
Situation Esther konfrontiert hat und sie dazu aufgefordert hat, in ihrer Berufung zu leben, liegt der Ball jetzt also bei ihr. Wie reagiert sie jetzt? Oder vielleicht anders gefragt, wie hättest du an ihrer Stelle reagiert? Wärst du auch bereit gewesen, dein Leben zu riskieren und für andere so in Riss zu stehen? Viele von uns kennen, wie es weitergeht. Ich möchte es mit euch lesen. Esther 4, Kapitel 4, Vers 15 bis 17. Esther schickte Mordechai die Antwort: Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienern ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Und dann erfahren wir in den Kapitel 5 und 6 den Ausgang von diesen Ereignissen. Am 3. Fastentag geht Esther zum König und was macht er? Er streckt ihr das Zepter entgegen, sie darf leben und er zögert nicht, jeden Wunsch, den sie hat, zu erfüllen. Heute fehlt uns Zeit, wir haben ja noch einige Zeugnisse, wo wir uns darauf freuen werden, um da näher darauf einzugehen. Aber ich möchte euch einladen, dich einladen, das Augenmerk darauf zu richten, wie Esther ihre Angst hat überwinden können, um in ihrer Berufung zu leben. Und da sind mir 4 Punkte so ein bisschen, ja, bewusst geworden. Das Erste, Esther verschließt die Augen nicht von der Realität, sondern sie sucht Gott. Sie wird mit dieser Situation konfrontiert und das treibt sie in eine Richtung, nämlich zu Gott. Sie weiss, ich bin aufgefordert, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Aber ohne Gott ist sie nicht bereit, einen Schritt aufs Wasser zu tun, um im Bild vom vergangenen Sonntag zu bleiben. Darum ist das Erste, was Esther tut, dass sie alle Vorkehrungen trifft, um die ganze Situation im Fasten und Gebet einfach vor Gott einmal hinzugeben, dass er hilft und eingreift. Im Angesicht von dieser Realität, die sie drinsteht, richtet sie sich zuerst einmal auf Gott aus. Und da sollten auch wir anfangen, dort, wo wir herausgefordert sind, dass wir als allererstes in dem, wo uns begegnet, uns auf Gott ausrichten. Der nächste Punkt ist, sie sucht Verbündete und zieht nicht einfach ihr Ding selber durch und schaut dann halt, wie es dann rauskommt. Ich sage es mal ganz platt. Ein guter Christ ist kein Egoist. Esther weiss, dass sie mit ihrem folgenschweren Vorhaben auf Unterstützung von anderen angewiesen ist. In der Überzeugung, dass es für Gott einen Unterschied ausmacht, ob einfach sie allein ihn sucht oder ob sie andere mobilisiert, ins Boot holt, um mit ihr im Gebet für die Situation einzustehen, wendet sie sich an ihre jüdischen Genossen, um das so zu sagen. Sie sollen mit ihr beten und fasten. Sie zieht sie bewusst in die Verantwortung mit ihnen. Frage an dich, wenn du vor einer Situation stehst, die dich eigentlich wie herausfordert oder überfordert, von der du Angst hast, dann möchte ich dich ermutigen, versuch es nicht einfach im Alleingang durchzuziehen, sondern such den Geschwister im Glauben, die mit dir betet, vielleicht auch fastet. Bist du auch von der Kraft vom gemeinsamen Gebet überzogen? Sie war es gewesen. Sich auf Gott auszurichten und zuerst ihm in die Situation einzubeziehen, schließt für sie nicht aus, eben sich mit anderen zu verbünden, sie zu mobilisieren. Und da, wo du vielleicht in einer ähnlichen Situation stehst, möchte ich dich auch dazu ermutigen.
ohne Gebet aus Wasser rauszugehen, ist dumm. Vom vertrauensvollen Gebet dreht, einen Schritt zu tun, wo Gott dir zeigt, dass es dran ist. Das ist etwas, was dazu beitragen kann, dass du nicht nur dein Leben aufs Spiel setzt, sondern dass du Gott eine Gelegenheit gibst, wo er sich dir kann als treu erweisen kann. Nur kurz von wegen Fasten. Hast du schon mal gefastet? Oder wann? Was bräuchte es für dich, um dir einfach die Zeit im Gebet vor Gott einmal zu nehmen? Ich weiss nicht, wie schlimm das muss werden, bis wir vielleicht so etwas mal machen. Aber nie soll das Fasten ein Druckmittel sein, um Gott dazu zu bringen, das zu machen, was wir wollen. Weil dann ist das Fasten nicht das, was das Fasten eigentlich sein soll. Im Fasten geht es darum, dass wir uns Gott hingeben, dass es eben nicht um uns geht, sondern mehr um ihn. Und dass wir in dem inne einfach kapitulieren und uns einfach von ihm abhängig machen. Unser Vertrauen auf ihn setzen. Im Fasten, wo Gott ehrt, wenden wir uns an ihn und überlassen ihm, also unserem Herr, dann den Ausgang von der Situation. Und genau das geschieht da und sehe ich als nächsten Schlüssel, wie Esther ihre Angst überwunden hat. Sie demütigt sich unter Gott. Das tut sie, indem sie sich zuerst auf Gott ausrichtet, indem sie betet und fastet, andere dazu mobilisiert. Aber sie drückt ihre Abhängigkeit zu Gott auch in dem aus, dass sie jetzt einem Raum, einem Plan von Gott für ihr Leben Raum gibt. Sie erkennt, mein Leben ist letztlich in Gottes Hand. Und egal wie es rauskommt, ich bin bereit, mich unter das zu stellen, was Gott für mich gedacht hat. Egal, ob ich das gut und cool finde oder nicht. Wenn Gott mir die Königswürde verliehen hat, wenn er mich zu dieser Zeit an diesen Ort gestellt hat, dann traue ich ihm auch zu. Dann, wenn ich mich ihm hingebe, dass das zum Segen werden kann für andere. Und zwar unabhängig davon, ob ich dabei ums Leben komme oder nicht. Mit dieser demütigen Haltung fordert Esther mich und dich raus. Gebe ich mich Gott hin, so dass er Situationen in meinem Leben kann brauchen kann, um zu seinem Ziel zu kommen, um seinen Namen gross zu machen. Oder anders gesagt, bin ich angstgetrieben, anstatt dass ich mein Leben Gott hingebe. Jesus möchte mich einladen und an der Hand nehmen, dass ich aufs Wasser rausgehe. Angst überwinden kann ich nicht, wenn ich lieber in meiner Komfortzone stehen bleibe. Und wenn ich das mache, dann ist die Chance gross, dass ich eigentlich das, was Gott mit meinem Leben vorhat, verpasse. Esther fordert mich raus, mich ihm hinzugeben, in der Demut, dass es nach ihm geht und nicht nach mir. Im Vertrauen auf Gott achtet Esther also das Leben von ihrem Volk höher als ihr eigenes Leben. Und Esther überwindet ihre Angst, indem sie Gott vertraut und dann mutige Schritte geht. Sie macht einen Plan, und setzt der dann im Vertrauen auf Gott Schritt für Schritt um und lebt so in ihrer Berufung. Sie tut nicht einfach nur den Wunsch von ihrem Onkel erfüllen, weil er sie ja ist. Nein, sondern sie handelt im Vertrauen auf Gott, im Mut und in Überzeugung. Und so möchte Gott, dass auch du und ich das begreifen. Er kommt mit und ohne mich zum Ziel. Aber sein Wunsch ist, dass du in deiner Berufung kannst leben und dass er das, was er mit dir möchte erreichen, mit dir darf erreichen, weil du dich ihm hingibst und im Glauben mutige Schritte machst. Ich möchte dir ein Bild mitgeben vom Sommer vor 2 Jahren. Unser jüngster Sohn, der Silas, war hier 9 und wir waren in der Body und dann habe ich das Film gemacht.
Das ist jetzt die falsche Version. Kannst du den Ton rausnehmen? Sonst. Sollte ich mit dem Bild euch mitgeben. Ich selber war erstaunt, was für einen Mut unser 9-jähriger Bub da hatte, von 10 Metern oben runterzugumpen. Was man nicht sieht auf dem Video ist, bevor er gumpet ist, was hat es gebraucht? Sein 46-jähriger Vater, der unten ist, seine Angst überwunden hat und ihm das vorgemacht hat. Was wollte ich mit dem sagen? Esther ist uns vorausgegangen. In dem, wie sie im Vertrauen auf Gott mutig in ihrer Berufung gelebt hat. Und jetzt ist die Frage an dich und mich. Ich möchte dich ermutigen, wag den Sprung, nicht ins Wasser, aber aufs Wasser, um im Bild vom vergangenen Sonntag zu bleiben. Weißt du was? Mit dieser Predigt wollte ich dich nicht herausfordern, jetzt heimzugehen, den Ärmel hinterher zu krempeln und für Gott etwas Grosses zu tun. Das kommt wahrscheinlich nicht gut raus. Ich möchte anknüpfen oder eben dort bleiben, an dem Beispiel von Beat, dieser Serie, wo wir sind, aus dem Boot zu steigen und wie die Esser im Vertrauen auf Gott aufs Wasser rauszugehen. Aber ich möchte dich gleichzeitig daran erinnern, was das Neue Testament uns sagt. Wie kannst du deine Angst überwinden? Wie wirst du zu einem Überwinder? Dass du das tust, wozu Gott dich berufen hat. Römer 8, Vers 37, da heißt: Aber in diesem Allem sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Mit dem Vers möchte ich zum Schluss daran erinnern, dass wir nicht dann überwinden, wenn wir einfach die Tipps, die ich euch heute mitgegeben habe, einfach umsetzen. Der Schlüssel dazu ist und bleibt, dass du und ich eng verbunden sind mit Jesus, mit dem, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Durch seine Liebe angespornt und in seiner Kraft sollen wir und wollen wir zu Überwinder werden. Ich möchte die Band aufbitten, dass wir jetzt miteinander das Lied singen. Und es gibt Gemeinden, da würde jetzt der Pastor sagen, die merken, dass sie an einem Punkt stehen, wo Gott möchte, dass sie einen Schritt tun im Vertrauen auf ihn und glauben, die sollen aufstehen. Und einfach vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekennen, dass sie sagen, ja Herr, ich will, ich bin bereit, anzustehen. Das zu machen, was du möchtest, den Schritt zu tun, den du möchtest. Wir machen es heute etwas einfacher. Wir stehen alle auf. Und die, die mit dem aber wirklich das bekennen wollen, Jesus, ja, da, wo ich am 10 Meter, auf dem 10 Meter oben stehe, da möchte ich dich einladen, mir zu helfen, zum Überwinder zu werden. Dann nutze die Zeit, das Lied, um das auch als Bekenntnis vor Gott zu zum Ausdruck zu bringen.